Ich zeige dir, wie du das perfekte Schokimus machen kannst. Es ist luftig, es fühlt sich leicht an und schmeckt intensiv nach Schoki. Für einen guten Schokimus brauchst du auch gute Schoki. Grundsätzlich ist dir überlassen, ob du eine Milchschoki oder eine dunkle Schoki nimmst. Denk daran, wenn die Schoki einen hohen Kakaoanteil hat, dann schmeckt Schokimus am Schluss etwas herber, aber auch etwas schockiger. Wenn du also Kinder am Tisch hast, würde ich dir empfehlen, eine Schoki zu nehmen, die weniger als 60% Kakaoanteil hat. Ich habe mich für dieses Rezept für die Lindt Excellence Caramel Sea Salt entschieden. Salz unterstützt die Kombination von Schoki und Karamell. Jetzt hacken wir die Schoki fein. Jetzt gebe ich die Schoki in eine dünnwandige Schüssel. Wichtig ist, dass die Schüssel das Wasser nicht berührt. Sonst wird die Schoki zu heiß und verbrennt oder grillt. Die geschmolzene Schoki rührst du dann einfach glatt rühren. Du kannst wählen, ob du Schokimus mit oder ohne Ei machen willst. Mit Ei wird es einfach luftiger. Wichtig zu beachten ist, dass du frische Eier wählst und die Schokimus am gleichen Tag noch geniessest. Jetzt trennen wir die Eier. Wir brauchen 2 Eigelb und 2 Eiweiß. Das Eiweiß schlagen wir mit einer Prise Salz auf. Jetzt kommt ein Esslöffel Zucker drin und das Eiweiß so vollständig aufschlagen. Dann schlagen wir zum Eigelb noch 2 Esslöffel Zucker und es schaumig. Und dann schlagen wir noch 2 Deziliter Rahmstief. Die geschmolzene Schoki heben wir unter das Eigelb. Das muss relativ schnell gehen, damit die Schoki nicht gerade wieder anzieht. Dann den geschlagenen Rahmen darunter. Wichtig ist, dass man nicht zu viel rührt, sodass die schöne Luftigkeit im Schokimus drin bleibt. Wenn der Rahmen noch schön drunter gehoben ist, tun wir das Eiweiß rein. Das Eiweiß macht Schokimus noch viel luftiger. Das fertige Schokimus kannst du abfüllen und 2 bis 4 Stunden in den Kühlschrank stellen. Dekorieren und servieren.